Brinkhausen gehört zur Großgemeinde Edertal und liegt romantisch am Edersee in der Brinkhäuser Bucht. Das kleine Dorf feierte ein großes Fest, nämlich Fahrzeugübergabe, 90 Jahre Feuerwehr und Dorffest. Die heute den Weg zu uns gefunden haben, an diesem doch schon recht sehr heißen Tag. Es ist uns eine große Freude, euch zu unserer Jubiläumsfeier und der Übergabe unseres neuen Feuerwehrautos begrüßen zu dürfen. Besonders begrüßen darf ich heute unseren Bürgermeister Klaus Gier. Bei der sich die Einsatzabteilung besonders bedankt, dass die Brinkhäuser Feuerwehr mit modernsten Gerätschaften ausgerüstet worden ist. Mit dem neuen Fahrzeug, welches wir gestern vom Aufbauer abholen durften, ist es uns noch besser möglich zu helfen. Dann darf ich begrüßen den ersten Kreisbeigeordneten, Herrn Karl Friedrich Frese, stellvertretend für den Landkreis und Brandschutzamt. Unseren Gemeindebrandinspektor Dirk Rübsam und seinen Vertreter Michael Rehse. Ortsvorsteherin von Brinkhausen, Simone Jungermann. Und den ersten Vorsitzenden vom Bürgerverein, Jimmy Hilberg. Der Kreisbrandinspektor Gerd Wiederbeck lässt sich entschuldigen, lässt aber ausrichten, dass sein Chef ja vor Ort sei. Dann darf ich noch begrüßen alle fleißigen Helfer, ohne die ein solches Event gar nicht möglich wäre. Ein großer Dank geht an euch. Dankeschön. So, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Brinkhausen, verehrte Gäste. Heute ist ein besonderer Tag für die Freiwillige Feuerwehr Brinkhausen. Sie feiert ihr 90-jähriges Bestehen. 90 Jahre ehrenamtliches Engagement, 90 Jahre Einsatzbereitschaft und 90 Jahre gelebte Kameradschaft. Im Jahr 34 wurde die Feuerwehr Brinkhausen gegründet, in einer Zeit, in der der Brandschutz noch eine ganz andere Bedeutung hatte als heute. Wasser musste aus Brunnen gepumpt und per Hand zu den Brandstellen transportiert werden. Die Ausrüstung der Feuerwehrleute war einfach und die Einsätze oft mühsam und gefährlich. Trotz dieser widrigen Umstände haben die Gründer der Feuerwehr Brinkhausen den Grundstein für eine Institution gelegt, die heute aus unserem Dorf nicht mehr wegzudenken ist. Sie haben den Mut und die Entschlossenheit gezeigt, sich für ihre Mitmenschen einzusetzen und im Ernstfall Leben und Eigentum zu schützen. In den vergangenen 90 Jahren hat sich die Feuerwehr Brinkhausen stetig weiterentwickelt. Neue Technik wurde angeschafft, die Ausbildung der Feuerwehrleute wurde professionalisiert und die Aufgaben der Feuerwehr haben sich erweitert. Heute ist die Feuerwehr eine moderne und leistungsfähige Einsatztruppe, die rund um die Uhr für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sorgt. Löscht Brände, rettet Leben von Menschen und Tieren, leistet technische Hilfe bei Unfällen und anderen Notfällen. Die Arbeit der Feuerwehr ist unverzichtbar für unsere Gesellschaft. Sie ist ein Garant für unsere Sicherheit und unser Wohlbefinden. Wir können uns glücklich schätzen, dass es Menschen gibt, die sich ehrenamtlich für den Brandschutz und das Rettungswesen engagieren. An dieser Stelle möchte ich mich ganz besonders bei allen Feuerwehrleuten der Freiwilligen Feuerwehr für ihren Einsatz und ihre Bereitschaft bedanken. Sie opfern ihre Freizeit, um anderen Menschen zu helfen. Sie setzen sich Gefahren aus und riskieren ihre eigene Gesundheit und Leben und Eigentum zu schützen. Mein Dank geht auch an die Unterstützer, der Familien, der Feuerwehrleute, die ihren Einsatz mittragen und unterstützen. Ich möchte mich auch bei der Gemeinde Edertal für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung der Feuerwehr bedanken. Die Freiwillige Feuerwehr Brinkhausen hat eine lange und erfolgreiche Tradition. Ich bin mir sicher, dass sie auch in Zukunft eine wichtige Rolle in unserer Gemeinde spielen wird. Ich wünsche der Feuerwehr Brinkhausen alles Gute für die Zukunft und hoffe, dass sie noch viele weitere erfolgreiche Jahre ihren Dienst zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger leisten wird. Michael und guten Tag zusammen. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Ich schließe mich den Grußworten von Michael an und freue mich sehr, Sie alle hier in Brinkhausen begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Auch ich wünsche mir, dass die Feuerwehr Brinkhausen mindestens weitere 90 Jahre besteht und zur Sicherheit im Ort
und der Gemeinde Edertal beiträgt. Aufgrund der Erreichbarkeit von Bringhausen ist eine einsatzbereite Feuerwehr im Ort besonders wichtig. Sollte die einzige Zufahrtsstraße einmal blockiert sein, zum Beispiel durch Eisklette, Windwurf oder einen Verkehrsunfall, ist schnelle überörtliche Hilfe nicht möglich. Die Feuerwehr Edertal ist gut aufgestellt. Die Ortsteile üben miteinander und unterstützen sich gegenseitig. Zunehmende Unwetterlagen, ein wachsendes Einsatzspektrum können jedoch die Einsatzkräfte binden. Es ist ein beruhigendes Gefühl, in jedem Ortsteil Kameraden zu haben, die in den ersten wichtigen Minuten den Menschen schnell zur Hilfe kommen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich bei der Einsatzabteilung für die gute Beteiligung bei Einsätzen, Übungsdiensten und Lehrgängen bedanken. Danken möchte ich auch den Mitgliedern des Feuerwehrvereins Bringhausen, die mit ihren Mitgliedsbeiträgen die Einsatzabteilung fördern und der Verein durch zahlreiche Aktivitäten die Lebensqualität im Ort positiv beeinflusst. Ihnen allen ist bewusst, wie wichtig die Feuerwehr und der Feuerwehrverein sind. Sie fördern dies aktiv oder finanziell. Das ist nicht selbstverständlich und einen Applaus wert. Die historischen Fahrzeuge der Feuerwehr Bringhausen waren natürlich auch ausgestellt. Handspritzen, Schlauchwagen und so weiter. Auch das Vorgängerfahrzeug des neuen TSW war zu sehen. Liebe Feuerwehrkameradinnen, liebe Feuerwehrkameraden, sehr geehrter Herr Feldmann und Herr Maurer, da ist er. Liebe Gäste, ich darf Sie auch alle ganz herzlich begrüßen zu diesem freudigen Ereignis heute. Es ist immer wieder schön, ein neues Fahrzeug in Betrieb nehmen zu können. Herr Feldmann, Herr Maurer haben es ja gesagt, das ist natürlich in Bringhausen was ganz Besonderes, da es über 30 Jahre gedauert hat, bis ein Ersatzfahrzeug gekommen ist. Für die Gemeinde, für mich ist es schon ein bisschen mehr Routine. Wissen wir ja alle, was wir in den letzten Jahren angeschafft haben. Jetzt zuletzt in Hemford, das Hilfelöschfahrzeug, das Multirettungsboot. Die Fahrzeughalle ist auch noch nicht so alt. Wir haben in Anlauf ein neues Fahrzeug. Wir haben zwei andere in der Pipeline, die in Vorbereitung sind. Trotzdem eine ganz große Sache. Und ich freue mich auch auf das Fahrzeug, was das Land Hessen uns kostenfrei zur Verfügung stellt als Katastrophenschutzfahrzeug, ein Multifunktions-Unimog, so will ich ihn mal nennen. Das sind natürlich schon große Schritte in Richtung Sicherheit. Und mir ist immer ganz wichtig zu sagen, es war ja ursprünglich einmal immer der Ansatz zu löschen. Es ist viel mehr geworden, auch Bergung, gerade durch den vielen Verkehr, den wir haben. Da ist in vielfältiger Weise die Feuerwehr immer gefragt, auch bei Notfällen auf dem Wasser außerhalb der Rettungszeit des DLRG oder gemeinsam, wo Hilfe zu leisten ist. Das muss man immer wieder erwähnen und der Herr Maurer hat es anklingen lassen. Es geht ja jetzt nicht nur darum, in jedem Ort eine kleine Feuerwehr zu haben. Wir haben immer mehr mit Katastrophen, Fallereignissen zu tun, auch in Deutschland. Wir sind bis jetzt im Großen und Ganzen verschont geblieben, aber denken Sie daran, wenn Baumfälle sind oder sowas, oder es ist ein Ereignis, was kreisweit oder die Gemeinde Edertal insgesamt betrifft, da werden alle Hände gebraucht und alle Fahrzeuge. Und dann reicht es eben nicht aus, dass man zwei Zentralen hat. Das ist ganz wichtig. Und da hat sich bei mir im Laufe der Jahre eigentlich aufgrund der Veränderungen, die ja wahrzunehmen sind, auch ein gewisses Umdenken stattgefunden. Das ist eben dann nicht in erster Linie eine wirtschaftliche Betrachtung, sondern es geht um Sicherheit. Um Sicherheit, denn wenn ich als Privatmann es nur wirtschaftlich betrachte, brauche ich keine Versicherung zu zahlen. Das ist unwirtschaftlich, aber letztendlich weiß jeder im Falle eines Falles. Ja, wir haben das gesehen, die Entwicklung der Fahrzeuge, interessant. Der LT hier hat ja auch schon Ähnlichkeit mit dem Fahrzeug heute, aber wenn ich die Daten höre, ich glaube, der hat so 70 PS rum, 92 immerhin, da ist schon der Sechszylinder drin. Da tut man sich natürlich ein bisschen schwer bergauf und da ist es schon besser, wenn man da ein etwas kräftigeres Fahrzeug hat, Automatik.
und ganz wichtig, eine vernünftige Beleuchtungsanlage. Gerade hier in Bringhausen, der Herr Maurer hat es angesprochen, im Sonderwohngebiet haben wir überhaupt keine Straßenbeleuchtung. Und Licht sehen, das ist das wichtigste Element überhaupt beim Retten und Bergen löschen. Ja, wir haben insgesamt für das Fahrzeug ausgegeben rund 5.000 Euro für Warnanlage mit Durchsagemöglichkeit. Auch das ganz wichtig im Rahmen des Katastrophenschutzes bei Ereignissen, wo man vielleicht die Sirene nicht überall hört oder ein technischer Defekt, sprich Ausfall. Wir wissen genau seit gestern, was das heißen könnte. Da ist es ganz wichtig, hier auch die Möglichkeiten haben, durch den Straßen zu fahren und nochmal eine laute, hörbare Ansage an alle zu machen. Den Aufbau hat die Firma Artic gemacht, knapp 60.000 Euro. Beladung die Firma Ziegler mit gut 12.000 Euro. Summa summarum 76.000. Das Fahrwerk wurde vom Land beschafft im Rahmen einer Landesbeschaffung. Auch hier natürlich herzlichen Dank an das Land Hessen und an den Landkreis für die Unterstützung. Insbesondere, mein lieber Karl Friedrich, auch was das Katastrophenschutzfahrzeug angeht. Jeder Landkreis bekam nur eins und Begehrlichkeiten waren anderswo auch vorhanden. Da ist es maßgeblich auch auf die Fürsprache vom Landkreis, auch von unserem Kreisbrandinspektor gewesen, dass wir den Zuschlag bekommen haben, auch der Tatsache geschuldet, dass wir einen Raum in der Halle im Bergheim zur Verfügung hatten. Einen haben wir jetzt so akquirieren können. Bergheim bei uns ist genau. Deshalb jetzt eben auch, weil da keine Fußgänger spielen kann. Aber wir könnten auch nach kleineren und könnten auch zu uns oder so. Unsere Kleinigkeit, das ist die Löschpose, gibt doch deutlich kein großes Löschfahrzeug. In Bringhausen, weil es ein schöner Anlass ist. Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Bürgermeister, Frau Ortsvorsteherin, Herr Gemeindebrandinspektor, liebe Kameradinnen und Kameraden. Ganz nebenbei habe ich eben gehört, 90. Geburtstag der Feuerwehr. Auch dazu meinen herzlichsten Glückwunsch. Geben Sie mir hinterher mal eine Kontonummer, da kann ich noch eine Kleinigkeit locker machen, weil ich wurde ja eben schon kritisiert oder gefragt, warum der Landkreis denn nichts für das Feuerwehrauto gibt. Klaus Gierz auch erläutern können, der örtliche Brandschutz ist halt anders finanziert. Das ist Sache der Städte und Gemeinden und des Landes Hessen, die das mit Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer erledigt. Unsere Aufgabe, die Aufgabe des Landkreises, meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fachdienst von Herrn Wiederbick, ist aber auch sehr wichtig. Denn wir müssen jährlich zum 1. Oktober eine Prioritätenliste zusammenstellen, die nach Wiesbaden geben, ins Innenministerium. Und dann dafür sorgen, dass diese Prioritätenliste dann möglichst auch im Ministerium durchgewunken wird und die vielen Fahrzeuge, die eine Neubeschaffung erfordern, in unseren Städten und Stadtteilen und Ortsteilen dann auch angeschafft wurden. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir für 2024 8 von den TSF-Fahrzeugen angemeldet im Rahmen der Landesbeschaffungsaktion und alle 8 werden vom Land auch bereitgestellt und euers hier in Bringhausen ist dabei. Ich will mich bedanken bei allen, die dazu beigetragen haben, dass der heutige Tag eintreten konnte, nämlich dass ein neues Fahrzeug zur Verfügung steht. Ich will an das anknüpfen, was der Bürgermeister eben gesagt hat. Wir haben ja immer zwei Aspekte im Bereich des Feuerwehrwesens zu berücksichtigen. Ich meine mal die Einsatztaktik. Auf der einen Seite brauchen wir natürlich die großen Feuerwehrstützpunkte. Der nächstgelegene für hier ist ja der in Bad Wildungen, weil dort halt Fahrzeuge über den örtlichen Bedarf hinaus vorgehalten werden und weil dort in aller Regel noch mehr natürlich beim Hauptstützpunkt in Korbach auch der technische Sachverstand ist, denn all das, was in dem Fahrzeug hinter mir steht, muss ja auch gewartet und unterhalten werden und das machen natürlich die Kameradinnen und Kameraden vor Ort im Rahmen ihrer Möglichkeiten, aber oft sind die technischen Anforderungen auch so, ich denke an das Thema Atemschutz, dass wir das halt zentral erfüllen müssen beim Atemschutz halt in Korbach. Uns ist es ganz wichtig und mir persönlich ist es auch ganz wichtig, dass wir den Brandschutz und die allgemeine Hilfe in den kleinen Orts- und Stadtteilen überall im Waldeck-Frankenberger Land auch stärken. Denn eins ist ganz wichtig und das klang vorhin auch schon an. Die Wege sind weit, nach Bringhausen sowieso, auch das haben Sie beide, einer von Ihnen beiden vorhin gesagt. Aber grundsätzlich ist es so, die Leute, die hier bei der Feuerwehr tätig sind, die kennen die Ortslage, die wissen, wo der Hydrant ist, die wissen, wo die Wasserdrücke sind. Die kennen auch die Menschen, die in den einzelnen Häusern wohnen und wissen, sind die denn alle raus? Da müssen wir nochmal schauen, dass der ein oder andere vielleicht noch gerettet werden kann. Oder wir müssen mal fragen, wo die sich aufhalten. Das ist ganz wichtig. Und wir alle wissen ja, die wir bei der Feuerwehr
aktiv dabei sind oder wie ich dabei waren. Die ersten Minuten sind immer die entscheidenden, auch um Gefahren zu minimieren und auch die Sachschäden, um die geht es ja auch, möglichst einzugrenzen. Und deshalb kann ich nur die Vorgehensweise der Verantwortungsträger in der Kommunalpolitik der Gemeinde Edertal und bei den Feuerwehren unterstreichen, nämlich die kleinen Ortsteile ordnungsgemäß mit guten Fahrzeugen auszurüsten und das TSFW heutigen Standards mit Lichtmast, mit 1000 Liter Wasser und allen möglichen anderen technischen Ausstattungsgegenständen ist das Mittel der Wahl, was in unserer Dörfer gehört. Nun ist es soweit. Das neue TSFW für die Ortsteilwehr Brinkhausen kann übergeben werden. Bitte sehen Sie mir nach, dass ich nicht alle Anwesenden einzeln begrüße. Ich denke, meine Vorredner haben das schon gemacht. Dem würde ich mich anschließen. Verehrte Gäste, liebe Anwesenden, liebe Ortsteilwehr Brinkhausen, liebe Freunde und Unterstützer der Feuerwehr. Eine lange Reise mit vielen Sitzungen des Planungsausschusses, Beauftragungen, Baubesprechungen, Abnahmen mit Hersteller gehen nun glücklich zu Ende. Nachdem im Februar 2022 der Antrag zur Förderung mit Übernahme der Kosten für das Fahrgestell und der Mannschaftskabine beim Land gestellt werden konnte, konnten wir die Förderzusage bereits im April 2022 entgegennehmen. Im September startete dann die Ausschreibung mit Subventionstermin Anfang 2023. Ich denke, daran sieht man sehr schön, dass es nicht innerhalb von einem Jahr erledigt ist, sowas. Der Bau dauert auch über ein Jahr. Da ist man noch, denke ich, ziemlich schnell im Moment. Das ist ein Prozess, der über mehrere Jahre geht. Einen herzlichen Dank an alle Kameradinnen und Kameraden, die sich an der Ausschreibungserstellung mit den vielen unzähligen Sitzungen und Besprechungen sich darin engagiert haben. Vor allem möchte ich hier den Heiko Maurer, den Markus Jungermann und den Michael Feldmann nennen, sowie meinen Vertreter Michael Rehse, die da sich sehr zeitintensiv mit beschäftigt haben. Dankeschön, ihr beiden. Es ist schon viel gesagt worden, aber in meiner Funktion als Ortsvorsteherin hier von unserem schönen kleinen Ort Brinkhausen möchte ich doch noch ein paar Worte an alle wenden und auch ein großes Dankeschön loswerden. Für so ein kleines Dorf wie unser Brinkhausen ist es sehr, sehr wichtig, dass es eine freiwillige Feuerwehr gibt. Vor allem mit einer tatkräftigen Einsatzabteilung, die auch gerne noch erweitert werden kann. Das habt ihr, glaube ich, nicht so deutlich gemacht, ne? Noch nicht. Also wir sind nicht so wirklich viele, also da ist noch Potenzial nach oben. Wir haben aufgrund unserer topografischen Lage, dem Edersee, dem anstehenden Nationalpark, eine Vielzahl verschiedener Aktivitäten, sei es in Freizeit, im Alltag, zu bieten und sind auch ein Ort mit einer ganz hohen Lebens- und Wohnqualität. Denn ich denke, alle, die wir hier wohnen, wohnen aus Überzeugung hier am Ende der Welt sozusagen in einer Sackgasse, die wir aber sehr lieben. Der Ort besteht aus unserem Ortskern, wo wir uns gerade befinden, und dem Sonderwohngebiet. Und wer das schon mal erlaufen hat, weiß, dass das sehr weitläufig ist. Der nächste Ort ist Hempfurt. Das heißt, wenn irgendwas passiert, dauert es unter Umständen auch ein bisschen, bis ein Rettungsfahrzeug hier ist. Und allein aus diesem Grund ist es sehr, sehr wichtig, dass der Brandschutz und die Gefahrenabwehr im Notfall sichergestellt wird. Die Kameradinnen und Kameraden der Einsatzabteilung tragen letztendlich zu unser aller Sicherheit bei. Wir freuen uns sehr, dass die Gemeinde Edertal durch die Neuanschaffung des neuen TSFW zum Fortbestand dieser Sicherheit und vor allem zum modernen Fortbestand dieser Sicherheit beigetragen hat. Mit und in dem neuen Fahrzeug stehen nun ganz viele Hilfsmittel bereit, um weiterhin effektiv und schnell mögliche Brände, Hilfeleistung und sonstige Gefahrenfälle abwehren zu können. Hoffen wir, so schön wie das Auto auch ist, dass es nicht so ganz oft zum Einsatz kommt. Ein großes Dankeschön möchte ich in diesem Zuge richten an die Gemeinde Edertal für die Beschaffung des neuen Fahrzeuges, an die Freiwillige Feuerwehr Brinkhausen für den unermüdlichen Einsatz, für unsere Sicherheit und an die vielen freiwilligen und ganz fleißigen Helfer, ohne die unser Dorffest, welches nämlich gleich beginnt, gar nicht erst möglich gewesen ist. Also ein ganz großes Dankeschön an alle. Ich wünsche uns einen schönen, erlebnisreichen Nachmittag, einen friedlichen Nachmittag mit vielen netten Gesprächen. Und das Wetter, dafür sorge ich, bleibt so. Das Wort. Wir bedanken uns ganz herzlich für euren unermüdlichen Einsatz für unseren Dorf. Mikrofon, mach doch zwei. Vielen Dank. Jetzt möchte ich es auch ganz kurz machen. Wir beglückwünschen euch zu dem tollen Fahrzeug, zu eurem 90-jährigen Bestehen, und ich möchte noch eins ganz besonders hervorheben:
die Zusammenarbeit hier in Bringhausen zwischen Feuerwehr, zwischen Bürgerverein ist einfach wirklich gut. Das funktioniert und da bedanken wir uns auch vom Ort, vom Bürgerverein sehr, sehr herzlich und wir wünschen euch ja möglichst wenig Einsätze. Jetzt festziehen! Genau. Dick Braten gewonnen!